Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Skoom. Es ist direkt gerade jetzt hier nach dem Neustart. Wir befinden uns beim Handelspassen durch Shisho. Ja, wir haben ja im Moment noch ein bisschen Probleme mit der Performance wieder. Deswegen hatte ich auch damals schon gesagt, haut hier nicht zu viele Autos rein, ne? Immer alles in Maßen halten. Aber, liebe Freunde, ihr seht es mittlerweile selbst, dass mein Handy bimmelt. Es sind hier komische Symptome entstanden mittlerweile. Normalerweise ist es ja so, ich fahre hier rein und was mir aufgefallen ist, wenn ich dann aussteige aus dem Auto mit meinem Spieler halt, dann hänge ich irgendwie in der Erde fest oder sowas. Keine Ahnung, ob euch sowas schon mal passiert ist. Das ist mir aber öfter passiert und dann kannst du nicht mehr laufen. Du springst halt wie ein Frosch irgendwie dann, ne? Also wenn dir das passiert, dann bleibt nur die Möglichkeit, ich gucke da mal kurz hin, hier da rechts durchs Fenster zu hoppeln. Wenn du das schaffst, durchs Fenster zu springen, dann bist du wieder resettet worden. Ansonsten musst du eben neu starten halt, ne? Das ist mir hier so aufgefallen bei dem Handelspass, Leute. Nun ist hier ein Patch rausgekommen. Und man vermutet ja schon, dass das vielleicht auch an dem Patch lag, warum jetzt auf einmal ab und zu so ein bisschen Performance-Probleme bei uns sind, ne? Und wenn ich als Beifahrer hier mitfahre, wir kommen von hier, ne? So, und Petra fährt dann tanken hier. Dann sitze ich aber im Auto, Alter. Und dann sieht das für mich halt so aus, ne? Ich fliege dann irgendwie geradeaus weiter. Obwohl Petra ja nach links abgebogen ist, ne? Und dann hänge ich hier irgendwie im Busch drinne. Und dann denke ich, hä, wieso fährt er denn in den Wald rein? Und dann gucke ich mich um. Wo sind sie denn alle, weißt du? Ich kann mich ja nicht bewegen, sondern du kannst dich nur, also hier umschauen, sage ich mal. Du kannst nur so das jetzt machen, was ich hier mache, aber du kannst nicht vorwärts oder rückwärts oder sowas, ne? Und ich frage Danny, wo bist du denn, Alter? Er sagt, ja, wieso, ich tank doch gerade. Aber das sieht er ja auch bei mir im Stream dann, dass ich dann auf einmal so eine Optik hier habe, ne? Und wenn das, dann dauert es einen Augenblick und dann, wenn er dann losfährt oder so, dann bin ich auf einmal wieder ganz normal im Auto drin. Und das sind irgendwie komische Symptome, ey. Jetzt überlegen wir natürlich wieder, wie kann das sein? Ist hier so viel gebaut worden beim Handelspassen? Weil mich trifft das meistens immer hier, ne? Ich selber habe überhaupt kein Problem damit, irgendwie, dass die hier unendlich viel bauen und sowas alles, ne? Aber ja, wenn sich das sofort auf den Server ausschlägt, das nervt dann, wenn das immer leckt und so. Ist ja nicht gut für alle, ist es ja schlecht dann, ne? Deswegen haben die Entwickler Skoomi auch so gemacht, dass roundabout in 14 Tagen halt alles abläuft, ne? Jedes Item und sowas hat irgendwie einen eigenen Timer. Und vielleicht ist das auch das Problem, warum das so leckt oder so. Ich bin jetzt kein Programmierer, keine Ahnung. Aber wenn jedes Item immer so einen eigenen Timer hat, ne, der dann abläuft halt, wer weiß ich, ist das nicht Ressourcenfressen oder sowas? Jedenfalls ist das Spiel halt so angelegt, dass die Welt sich automatisch selber aufräumt und zerstört, um sich sauber zu halten, ne? Und die Spieler, die aktiv sind, die müssen sich dann halt um ihre Sachen immer kümmern, ne? Damit die halt bleiben. Das kennen wir ja so. Dennoch ist das ein bisschen ausgeartet. Und wird vermutet, dass das vielleicht an den Waffenständern ist, vom neuen Patch oder sowas, keine Ahnung. Ob die jetzt hier viele Waffenständer gebaut haben hier drin, ich weiß es jetzt so gar nicht. Aber, liebe Freunde, es wurde ja schon angeraten, die mal alle zu entfernen und keine Ahnung, vielleicht haben die da ja schon was getestet. Ansonsten könnte es halt auch wirklich sein, dass es einfach nur an dem Patch liegt und da können wir dann gar nichts so dran machen. Gibt's halt auch, ist halt Early Access, ne? Und dann, ja. Ist das halt das Problem, dass wir nichts machen können, nur warten dann, bis das wieder gehotfixt wird. Denn oft ist es ja auch so, dass gepatcht wird oder sowas. Und wenn gepatcht wird, dann ist meistens auch immer irgendwie gleichzeitig wieder was kaputt, ne? Das ist halt der Skoom-Effekt. Aber deswegen läuft das Spiel ja auch unter dem Titel Early Access, ne? So, Shisho hatte auch gerade Kundschaft hier. Der Sensemann und noch jemand war hier. Sensemann und, ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Nicht Shisho, sondern der andere da. Den habe ich, die beiden verwechsel ich da immer. Sensemann und dann, ne? Shisho, wie ist der andere? Auch irgendwo der S. Sayo, so, genau. Sayo war hier. Habe ich, siehst du wohl. So alt bin ich doch noch nicht. Naja, es geht, ne? Leute, ihr seht's selbst. Ja, keine Ahnung, was wir da machen. Wir machen den nächsten Vibe dann, wenn 0.7 ist. Wir viben ja immer komplett die Welt. Bei einer großen Versionswechsel-Dings. Ankündigung. Und das kriegen wir auch alles hin. Bevor wir wipen, ne, machen wir noch, lassen wir noch irgendwie die Sau raus. Das ist bei uns hier so üblich. Dann verteilen wir C4. Dann könnt ihr euch nochmal richtig gegenseitig sprengen oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Wenn wir dafür Zeit haben. Manchmal ist es auch so, die Entwickler, die sagen gar nicht Bescheid. Sondern von heute auf morgen ist auf einmal alles kaputt. Und du denkst, toll, wir konnten uns ja gut drauf vorbereiten. Aber wenn die sagen, ja, in der Woche kommt 0.7 raus, dann wissen wir, dass wir die Woche halt irgendwie noch bisschen ausrasten können oder sowas, weißt du? Nun denn. Ja, wir haben es jetzt gerade Reboot gehabt auf dem Server. Es ist kurz nach 12, Leute. Die meisten essen jetzt Mittag. Wir sind so um die 10 Leute. Ist nicht viel. Werktags. Unser Server ist
nach wie vor in den Top 10, aber das schwankt auch. Die Top. Ja, dieser Rang ist eigentlich fast egal, oder? Das ist immer noch her. Wichtig ist nur, dass hier immer wieder Leute drauf sind. Sonst habe ich ja gar nichts zum Filmen. Und wenn ich gerade, wie jetzt zum Beispiel, die Zeit halt brauche, ne? Den Nachmittag und sowas, um die Videos zu gestalten, dann muss ich halt vormittags aufnehmen oder jetzt mittags halt ziemlich früh. Weil heute ist auch so Streaming-Tag, dann muss ich heute Abend streamen und bis dahin muss ich die Videos fertig haben. Deswegen brauche ich ja immer Spieler, ne? Und da bin ich auch ganz froh drum, dass da wir hier jetzt online sind, weil das ist ja normalerweise eine Zeit, wo eigentlich viele gar keine Zeit hätten halt, ne? Meistens ist ja immer abends da, 22 Uhr oder sowas, ne? Aber da mache ich halt selten Videos, weil ich da meist am Streamen bin zum Beispiel, ne? Aber liebe Leute, ihr seht es mir dabei selbst. So, da ist er doch, der Schlinge. Sayo. So, wir gucken mal, wer hier noch so rumkreucht und fleucht zu der frühen Stunde. Na, da fahren ja die beiden Schlingel. Die haben sie gerade fett eingekauft. Sayo und Sensemann hatte ich ja gesagt, guck, wie die da mal drin sitzen, ne? So, na, geht's ab nach Hause? Zeigt ihr uns, wo ihr wohnt oder was, ihr Schlingel? Haben sie noch eine geheime Militärbase irgendwo aufgebaut? Wir werden es vielleicht jetzt gleich noch gewahr. Aber das wäre gemein, wenn ich die so lange verfolgen würde, ne? Man munkelt jedenfalls. Man munkelt, Leute. Ja, wir sind bei Deins gleich Meins gelandet. Das hört sich ja schon mal ein bisschen Hardcore-mäßig an, ne? Er ist gerade noch am Aufbauen von seiner Base, Leute. Ihr seht selbst. Fleißig, fleißig wie das Bienchen. Ganz alleine anscheinend. Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, wie er sich macht. Bei dem Namen denke ich mal, das ist irgendwie so ein Hardcore-PvPler oder sowas. Man munkelt. Mal gucken, ob da Beschwerden dann aufkommen. Deins ist gleich Meins, das hört sich ja schon mal ziemlich aggressiv an, wenn man so überlegt, oder? Aber der ist nicht umsonst hier, Leute. Hier kommen ja viele Insassen auf der Insel nicht ohne Grund. Ja, Freunde, zur Mittagszeit ist es mal ganz geschillt hier auf dem Server, ihr seht selber. Bela dir auch gerade fertig mit Mittagessen. Jetzt stürmt er raus an die frische Luft. Freunde, die Frittentheke darf natürlich auch nicht fehlen jetzt mittags hier. Er sieht auch gut genährt aus. Wo hat er den Specknacken gelassen? Der gehört doch bestimmt dazu, oder? Der Specknacken? Was ich hier bei den Mofas noch komisch finde, ist halt, dass gibt es ja zwei Abgasstrahlen. Ne? Einer geht nach hinten, den sehen wir so ein bisschen. Und einer geht einfach schräg unter die Erde. Aber das ist richtig viel, Alter. Verstehe nicht, wieso die den nicht richtig, richtig einstellen, ne? Der geht fast durch den Reifen nach unten schräg durch den Boden, Alter. Man munkelt. Guck an. Jetzt sieht man es deutlich. Auf Position! Boah, der will bestimmt raiden gehen. Oh mein Gott, und das so früh. Guckt euch das an. Das ist ganz verwirrt. Munition vergessen! Oder was? Er hat da irgendwas vergessen, ne? Der kleine Teufel, der. Oder hat er ein neues Scope dran gemacht, Helm, oder was? Irgendwas hat er eingesammelt gehabt. Sieht auf jeden Fall cool aus, ne? Ups. Der schlingelige Schlingel, der. Er hätte es gedacht, dass da welche schon im Kampfmodus sind. Und das so zu früh, zu früher Stunde, Alter. Die anderen sind noch alle in ihrer Base und gerade gegessen und ruhen jetzt erstmal. Und er greift jetzt bestimmt irgendeine Festung an, Alter. Pass auf. Oder? Er traut sich nicht. Vielleicht war es nur eine Erkundungsfahrt, eine Spielfahrt, ne? Kann auch sein, oder? Ja, Freunde, freut ihr euch auch schon auf die neuen Motorräder, die kommen werden? Keine Mofas mehr, kommen richtige Motorräder, Leute. Aber ich freue mich am meisten auf Flugzeuge, ist halt so. Dann werden wir Banditen erstmal die Lufthoheit hier gewinnen, Alter. Schöne Luftkriege machen. Hoffentlich habt ihr auch eine MG dran oder sowas. Aber so wie das aussah, haben die keine Waffen dran gehabt. Ja, ist halt so. Ne? Mit Glück kann man vielleicht noch Granaten runterwerfen, ansonsten ist halt so. Kann man nur zum Reisen benutzen, was aber auch nicht schlecht wäre halt. Und zum Spionieren natürlich, ne? So was er ja vielleicht gerade macht. Es ist ja um einiges einfacher, wenn man dann da so rüber fliegen könnte, so ein bisschen, ne? Und dann müssen die Flugzeuge am Draht festhängen können, ne? So, so.
Das kann ich mir auf jeden Fall lustig vorstellen. Den schäbigen Flugdingern da. Diesen alten Doppeldecker, den sie da reinbringen wollen oder so. Ja, was habt ihr denn gedacht? Meint ihr, da kommt irgendwie ein Stealth-Bomber ins Spiel oder was? Wäre aber eigentlich auch nicht schlecht, ne? Könnte man alles machen, theoretisch. Aber wenn es so Bomber geben würde, ich glaube, dann wird gar keiner mehr eine Base bauen, ne? Das wäre einfach zu fies, oder? Oh, komm mal, er fährt die Elektrobäume ab, Leute. Spionage pur. Oha, der liebe, gute alte Wett. Wett, ist gerade plattgehauen worden. Und da ist am frühen Mahlzeiten. Hat sich schon ein Spieler erwischt, Leute, ihr seht selbst. Läuft hier in Unterhose lang. Jetzt hängt er auch so ein Rotz, ey. Diese Dreckigen, denkt er jetzt wahrscheinlich, ne? Der regt sich voll auf. Oder? Oder meint ihr, der ist entspannt jetzt? Ich reg mich hier mal auf. Sie ist ja erstmal gegen Baum gelaufen. Weil das manchmal einfach zu weit ist. Die Hälfte der Laufzeit ist in Ordnung, aber so übertrieben manchmal, ne? Dass du oben im Sektor stirbst bei der Linie und dann unten bei der Linie fängst du an. Aber irgendwie finde ich das so ein bisschen Verarschung, ne? Aber das soll irgendwie so sein, dass man seine Sachen komplett verliert jedes Mal, ne? Deswegen habe ich ja auch schon philosophiert, wenn das so ist, dass wir immer unsere Sachen ständig überall verlieren sollen, ne? Dann müssen wir zwangsweise den Loot auf Maximum machen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Weil sonst demotiviert das die Spieler ungemein. Das macht man vielleicht ein, zwei mit und dann ein, zwei Mal mit, ne? Und dann hat man schon keinen Bock mehr. Ist das so, oder? Ich sehe das ja an meiner selbst, wie viel und wie schnell und wie oft man einmal alles verliert. Ob das jetzt die dusseligen Roboter sind, ob das durch andere Spieler ist oder halt durch irgendwelche Bugs halt, ne? Und wir wollen ja, dass die Leute Spaß hier am Spiel haben. Deswegen versuchen wir das, soweit es geht, zu formen, so dass alle zufrieden sind hier bei uns, ne? Und unser Server, ihr wisst es auch, wir bieten hier allen was. Wir haben kein Passwort drauf, gar nichts. Ihr braucht ja irgendwie nicht bewerben oder so ein Quatsch wie bei anderen Dingern. Ihr könnt ja einfach raufkommen und brettern. Ja, ihr müsst nur eben das kleine Regelwerk eben beachten. So viel ist das wirklich nicht. Wir arbeiten nämlich so, dass die Regeln, wenn möglich, immer alle wegkommen. Ne? So viel wie nötig, so wenig wie möglich, oder? Nee, irgendwie also ging der Spruch. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Irgendwie so war der doch, oder? Naja, ist egal, ist noch zu früh. Ich muss noch Kaffee trinken. Lul! Ja, wer weiß, wie weit er jetzt die latschen muss, wa? Kilometer weit. Man hat auch mit dieser Drohne einfach nicht die Geschwindigkeit der Spieler. Ne? Ist auch blöde, oder? Ich habe nur diese hier. Das überholt den Spieler. Oder ein Gang zurück ist diese hier. Dann ist er schneller. Wieso habe ich nicht... Warum haben die Laufgeschwindigkeit der Spieler da nicht integriert in der Drohne? So dass ich den konstant vernünftig filmen kann, ne? So, das ist mal langsamer und da bin ich viel schneller als er, ne? Ja, wahrscheinlich gehen die Entwickler davon gar nicht aus, dass man das Spiel so spielt, wie ich das mache, mit Drohne, die Spieler hier so beobachtet und sowas. Aber liebe Freunde, da müssen sich die Entwickler auch drauf einstellen, wenn es nun mal Leute gibt, die aus Scoom Innovationen schaffen wollen. Sind wir eine PvE-Ecke oder was? Sieht ja fast aus, ne? Scan. Erstmal eine Nase ziehen. Das ist doch PvE-Gebiet, glaube ich, ne? Ja, das scheint PvE-Gebiet zu sein. Die Wolken sagen schon wieder, mach aus, Ali. Guck mal, wie weit der laufen muss, Alter. Das geht dir ganze Video über, ne? Kann ich die Spieler beobachten, die laufen, weil sie so lange laufen müssen. Das ist irgendwie eine Scheißstrafe, oder? Bei anderen Spielen ist das so, da stirbst du, da fliegst du dann weg von dem Ort, wo du warst, behältst aber deine Sachen, ne? Entweder verlierst du ein bisschen davon,
Oder du behältst irgendwie deine Sachen. Du fängst bloß irgendwie wieder woanders an, bei dir zu Hause oder sowas, beim Speicherpunkt halt sozusagen. Was Gummi ist das irgendwie anders, komplett anders. Du verlierst alles und fängst irgendwo zufallsmäßig an, so, ne? Der ist hier bestimmt kaputt gekloppt worden bei diesen einen Militärstützpunkt da, ne? In dieser PvE-Zone da oben. Diese Baracken oder wie man das dann nennt, ne? Guck euch das an, Alter. Was hat der noch für einen Weg? Oh, Vorsicht. Also ich flieg mal eben kurz nach oben, ne? Das ist PvE, das kann ich ruhig zeigen, seht ihr? Ah, guck mal, hier sind die Baracken. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, die heißen Baracken irgendwie, ne? Ich bin bestimmt hier zu Brei gehauen worden. Und wer weiß, wie lange er schon gelaufen ist, ne? Ich bin ja erst einen Augenblick später hierher gebeamt. Ja, weiß ich nicht. Wie würdet ihr das denn? Also seid ihr so zufrieden mit dem Sterbesystem hier? Es gibt ja auch nicht mal ein Leichensymbol. Ne? Es gibt ja nicht mal ein Leichensymbol. Die Scum-Entwickler sagen, ja, das ist halt ein Hardcore-Survival-Spiel. Aber wir brauchen zu lange zum Sammeln, denke ich mal, zum Aufbauen, als wie du verlierst. Ne? Du verlierst ja mehr, als wenn du aufbauen kannst, sozusagen, denke ich mal, oder? Oder wie seht ihr das? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber im Verhältnis, die Mechs und so, wie stark die sind. Und dass man denn dort alles verliert und wegen den ganzen Bugs sowieso. Oder auch, wenn dich jemand Spieler erwischt, da kannst du auch was verlieren. Aber das haben wir nur wegen den Regeln. Ja, wegen unseren Regeln kannst du nicht alles verlieren. Fair Play spielen wir hier. Aber vom Grundspiel her ist das so, dass man bei Scum immer alles verliert. Komplett. Verlierst alles. Selbst den Verstand. Zum Schluss. So, ich würde gerne mal zugucken, wie er seine Leiche jetzt hier kriegt. Das ist nochmal ein bisschen spannend. Weil, er ist sicherlich hier plattgehauen worden vom Roboter. Ich schwöre, Alter. Mal gucken, wa? Ich meine, das ist PvE-Gebiet. Wie soll er denn sonst plattgehauen worden sein? Oder meinst du, er ist irgendwie vom Baum gesprungen? Geht ja auch nicht. Man kann ja nicht klettern. Boah, stell dir mal vor, wir können klettern, Alter. Das wäre auch gruselig, ne? Hängt ein Sniper die ganze Zeit im Dings hier drin, ey. Bäume klettern. Das wäre auch so ein kleiner Horrorkram, ne? Einerseits cool, aber wenn der Sniper dann identifiziert wurde, dann hat der auch keine Chance mehr, weil man den die ganze Zeit hochlachsen kann. Oder man fällt dem Baum. Einfach umhacken. Oh, da hinten sind Wölfe. Nee, er geht nicht dahin. Er geht hier zu seiner Base. Ist verhungert oder was, ey? Oder hat den Wolf zerlegt? Sehr merkwürdig. Ach, beim Bunker. Die haben ja noch einen Bunker, klar. Ah, den habe ich gar nicht eben gedacht. Guck mal. Der ist beim Bunker zu Brei gehauen worden. Oh, das ist aber auch eine lange Strecke, findet ihr nicht? Viel zu lang. Wenn er Pech hat, ist das jetzt weggebuggt, die Leiche oder so, ne? Kann auch passieren, oder? Ich sag zu den Entwicklern, macht da wenigstens ein Leichensymbol da rein. Wenn man schon mal alles verliert, ne? Man könnte ja auch so machen, dass er die Waffen verliert und den Rest behält man oder so. Geht schon gut los. So, der erste hat er schon mal wild gemacht, sehr schön. Oh mein Gott. Den zweiten hat er auch wild gemacht, sehr gut. Oh, hier ist ein anderer Spieler. Ich habe mich schon gewundert, wieso geht die Tür auf? Wer ist denn das? Chappie. Okay, er hat seine Leiche wiedergefunden anscheinend. Das ist jetzt neu. Baseballschläger voller Blut und sowas. Also er hat damit Nahkampf betrieben. Die Waffen, die können jetzt sich ein bisschen verfärben halt, ne? Ich habe wirklich nichts genommen. Na, hier fehlt da irgendwie was.
Nein, nein, ich habe wirklich nichts. Also ich habe das da so gefunden. Oh, hier, guck mal, wie gemein, Alter. Seht ihr das? Ja, jetzt haben wir das schön mal aufgenommen, Leute, ne? Schön mal aufgenommen, wie assig scheiße die Roboter sind, Leute. Und deswegen sag ich, schon seit Ewigkeiten, diese Dinger müssen weg. Auch wenn einige mich dafür hassen oder sowas oder das nicht wollen. Aber das ist eine Sauerei, Alter. Es ist doch einfach eine Sauerei. Könnt froh sein, dass die beide noch leben. Vielleicht sterben die jetzt sogar wieder. Ja, manchmal, du hast das Gefühl, dich trifft eine Kugel und dann hast du aber 10 Kugeln, ne? 10 Treffer halt, weißt du? Und dann kannst du dich schon hinlegen und brauchst schon gar nicht mehr weiterspielen. Ja, guck mal, wie er erwischt worden ist, Alter. Also, und das verdirbt mir die Laune. Da habe ich keinen Bock zu. Dafür ist das Spiel zu schwierig. Das Spiel ist zu schwierig dafür, dass wir solche Abfuckroboter hier haben, weißt du? Aimbot. Er hat einen Aimbot, er hat einen Wollhack, guckt durch die Mauern und schießt durch die Mauern. Na? Und die Spieler sind immer im Nachteil. Deswegen sage ich, Leute, entweder die Roboter komplett weg, was auch langweilig und doof ist, verstehe ich ja. Aber früher konnte man sie auch minimieren halt, ne? Das haben die irgendwie jetzt rausgepatcht irgendwie. Man kann die Roboter nur noch komplett alle anmachen oder eben komplett aus. Total doof. Wieder eine Sache, die blöde irgendwie ist. Also Roboter komplett ausmachen ist auch scheiße. Dann haben wir nur noch Zombies als Gegner. Aber andererseits würde ich das irgendwo auch gut finden. Einfach, er sagt was. Einfach aus vor dem Hintergrund. Dass man dann auch zum Beispiel ja, mehr sich auf Zombies konzentrieren kann. Dass man mehr Zombies einstellt, anstatt Roboter. Und auch, dass man den PvP zum Beispiel mehr spielen kann, auch bei den Lootstätten halt, weißt du? Dass man in Ruhe kämpfen kann. Du kannst mit, solange Roboter da sind, kannst du nicht in Ruhe kämpfen, Alter. Ja, ihr zwei könnt ja, wenn ihr das Video seht, dazu Stellung nehmen in den Kommentaren. Ja. Guck mal, das ist eine Sauerei, Alter. Was soll denn das? Der ist jetzt gestorben. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist eine Frechheit, sowas, Alter. Ich finde sowas total unfair, fies den Spielern gegenüber. Und dann haben bestimmt einige Spieler keinen Bock, weil es noch so verbuggt ist, das Spiel. Also ich würde zum jetzigen Zeitpunkt die Roboter ausmachen. Ich würde die Roboter wirklich erst dann aktivieren, wenn die fertig sind, wenn die repariert sind. Die neue Generation Roboter, die wird ja gemacht, die ist ja in Arbeit. Aber diese, die wir jetzt haben, das sind ja Assis, Alter. Das ist einfach nur unfair. Schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, wir können ja nochmal abstimmen, ob ihr das so weiter haben wollt oder nicht. Ich finde es eine Sauerei. Schappi muss jetzt laufen. Der war safe, Alter. Das ist doch Schwachsinn. Die ganzen Kleider wurden zerschossen. Und wenn das dir öfter passiert, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr auf das Schweinespiel. Ist ja so. Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann... Bis dann.